Hallo, liebe Lucia. Hallo, Marleen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke. Wir machen ja heute ein Interview und ich stelle dich kurz vor. Du bist Lucia von Fürstenberg, Maus, und du bist Mama von 2 Kindern, lebst in Berlin und du bist selbstständige Yoga-Lehrerin und Astrologie-Beraterin. Und im Januar 2020 hast du den Kongress Geburtstrauma Transformation ins Licht, ins Leben gerufen. Dadurch habe ich dich kennengelernt. Und der war sehr erfolgreich mit über 8000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und und Yvonne und ich waren damals selber dabei. Und dieser Kongress hat uns nochmal kräftig durchgeschüttelt. Und ja, es waren sehr viele Experten und Expertinnen dabei. Es wurde eigentlich alles abgedeckt, von total spirituell bis zu höchst wissenschaftlich. Und da war noch Stefan Hine, der ist so eine Nummer für sich. Aber das macht er, glaube ich, auch so. möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, also ich würde schon sagen, ich bin Mutter von 3 Kindern, weil ich habe ja eine Tochter geboren in der 28. Woche, also eine Totgeburt, und die zähle ich ganz klar mit. Und natürlich habe ich jetzt Welt-Erdenkinder 2, aber das ist mir auch nochmal ganz klar geworden, auch in der Vorbereitung mit dem Kongress, dass da hat sie nochmal, vorher war sie immer nur so da und sie war auch eher nur für mich geheim, und jetzt ist es für mich ganz klar, dass ich das auch ausspreche und dass mir das wichtig ist, sozusagen, dass ich doch auch Mutter von 3 Kindern bin. Und Astrologie und Yoga mache ich eigentlich nicht mehr so viel, sondern ich habe jetzt mir dadurch, durch den Geburtstrauma-Kongress und durch die Online-Arbeit, mir jetzt auch wirklich so ein Online-Business also auch aufgebaut oder bin dabei aufzubauen und gebe mein Wissen sozusagen weiter über Online-Kurse. Und das ist wirklich so, das ist mein Cosmic Rebirth Online-Kurs, wo alles so mit drin ist. Da klären wir unser eigenes Geburtstrauma, also unsere eigene Geburt, und wie sehr die noch so die Auswirkungen hat so auf unser jetziges Leben, ob es jetzt in allen möglichen Bereichen zeigt sich das ja, die eigene Geburt, ob es jetzt in der Partnerschaft ist, im Beruf, überall. Also wir in irgendwelchen Krankheiten oder Ängsten, also wir finden eigentlich immer wieder so die Ursache eigentlich schon im Geburtstrauma. Und deswegen habe ich das mit reingenommen und dann Körperarbeit ganz viel. Und es geht so darum, dass die Frauen wirklich in ihre Kraft kommen, und es geht so um die eigene Neugeburt ins Leben. Weil wenn wir noch gesteuert sind sozusagen von unserem Schmerz, von ganz frühen Schmerz, den wir aber nicht wahrhaben wollen, dann sind wir gesteuert. Und wenn wir aber uns dem zuwenden, diesem Schmerz oder dieser Wunde, und daraus schöpfen sogar, dann bringt es uns wirklich so an unsere Essenz. Und darum geht es mir, dass wir Frauen wirklich jetzt, genau in dieser Zeit, die so im Umbruch ist, geht es mir wirklich darum, dass wir Frauen mit unserer Essenz nach vorne gehen und uns zeigen. Mhm. Und auch mit unseren Wunden, weil mein Geburtstrauma-Kongress ist auch aus einer Wunde entstanden. Das ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das geht wirklich, das spricht Sachen aus. Da habe ich Sachen ausgesprochen mit den Expertinnen zusammen, die sonst eher im Verborgenen sind. Und mir ist es wichtig, solche Themen wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ob es jetzt Sternkinder sind, Fehlgeburten, Gewalt unter der Geburt, alle möglichen Sachen und die Auswirkungen darauf, auf unsere Kinder und auf uns auch wirklich zu beleuchten. Weil in der frühesten Zeit passieren die prägendsten Dinge. Und wir schauen da irgendwie als Gesellschaft überhaupt nicht hin und versuchen die ganze Zeit irgendwas zu reparieren. Aber ich meine, das ist so Symptombekämpfung und es fruchtet nicht wirklich, wie wir auch gerade in der Gesellschaft sehen. Und da setzt mein Kurs auch an und online und natürlich auch nicht nur online, aber es ist sozusagen gerade auch sowieso so eine Online-Welt gerade. Und man erreicht tatsächlich viele, viele Leute. Also ich habe da Leute aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland zusammen, und wir treffen uns jede Woche und das ist total schön. Ja, das ist echt sehr wertvoll. Ja, genau. Also hat sich sozusagen, du hast sozusagen meine alten Infos, die spielen alle mit rein, aber es ist sozusagen ein neues Konzept draus geboren. Mhm. Ja. wie kam es denn zu diesem Geburtstrauma-Kongress?
ursprünglich. Also genau, ich hatte ja mit meiner dritten Tochter Gewalt während der Geburt erfahren und ja, da bin ich wirklich so aufgewacht und habe gesehen, wie sich diese Form von Machtmissbrauch, also es ist ja ein Machtmissbrauch, der passiert ist zwischen der Hebamme und mir. Und also es geht jetzt mir nicht um Hebammen schlecht machen in keinster Weise, ist ja logisch, aber es kann jeder sein. Also Machtmissbrauch passiert auch mir als Mutter, ne? Also da einfach nochmal sensibler zu werden. Und mir wurde klar, dass wir irgendwie ja, als Gesellschaft da sehr abgestumpft sind. Und ich bin sozusagen nach diesem Erlebnis auch ja, in die Außenwelt damit getreten und habe gemerkt, es wird klein gemacht, es wird nicht wahrgenommen, es wird schön geredet und es hat keinen Platz. Und ich habe gemerkt, es ist mir sehr, sehr wichtig und habe halt auch recherchiert und es passiert ja ungefähr 50% der Frauen und vielen Frauen ist es noch nicht mal bewusst. Also ich habe dann, ich weiß noch, ein Schlüsselerlebnis, ich war mit 5 Frauen in einer Sauna. Da war meine Tochter, weiß nicht, 8 Monate oder so und die waren alle, also wir hatten alle so kleine Babys, sage ich mal. Und wir waren 5 Frauen und nur eine Frau hat normal geboren. Die eine hatte Christella, die andere einen riesen Dammschnitt, die anderen Kaiserschnitt und alle fanden es total normal. Und ich, das waren, also wenn ich mir so die Geburtsgeschichten angehört habe, krass gewalttätige Geburten. Die mit dem Kaiserschnitt wurde komplett in der Abstellkammer so stundenlang allein gelassen und dann kam irgendwann die Ärzte und meinten jetzt Kaiserschnitt. Also da war überhaupt nicht null notwendig, keine Begleitung und sie finden es alle normal. Also sie waren niemals irgendwie in Frage gestellt, dass das vielleicht nicht normal ist und haben mich auch nicht, also immer wenn ich habe überhaupt nicht, ich kam da nicht an mit meiner Geschichte, wollte kein Mensch hören. Und da habe ich wirklich immer mehr gemerkt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir Frauen das normal finden, was da passiert oder der Mehrteil der Frauen oder viele, glaube ich, wissen schon, dass das vielleicht nicht normal ist, aber es sprechen so wenig Leute drüber. Also ja, wischen sie es so weg und ihre Wahrnehmung wird sozusagen nicht ernst genommen. Sie nehmen ihre Wahrnehmung nicht ernst und das finde ich katastrophal. Also wirklich katastrophal, was da schon von Anfang an, da wird das Kind nicht ernst genommen, weil das hat das ja auch erlebt und die Mutter nimmt sich nicht ernst und das ganze Erlebnis wirkt aber das ganze Leben lang, also und wird nicht beachtet. Und da habe ich wirklich von Anfang an so eine Drang gespürt, das in die Welt zu bringen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie. Und dann habe ich keine Menschen erreicht. Ich hatte jetzt ja auch nicht, es gab ja, also wenn man einfach so, ne, bei Facebook, ja, dann hat man da irgendwie ein paar Likes, aber bestimmt vielleicht auch zu dem Thema gar keine. Und ich habe aber gemerkt, nee, das ist, da sind Menschen, die, das muss noch mal größer ausgesprochen werden. Und dann kam das irgendwie von einem Moment auf den anderen, hat sich das wirklich, ich habe selber einen Kongress angeschaut und ich habe nie damit gerechnet, jemals einen Kongress zu machen oder Leute zu interviewen. Das war überhaupt nicht in meinem Radar, sage ich mal. Das habe ich mir, und dann plötzlich habe ich mir so einen Kongress angeschaut, der Sternkinderkongress. Und habe ich gemerkt, okay, Tabu-Themen wirklich in einem Kongress auch zu besprechen, ist so, ist ja genial. Und dann war es wirklich innerhalb von einem Tag, ich weiß noch, ich bin rausgegangen zu meinem Mann und dachte so, der nimmt es nicht. Also das war wirklich, hätte er das gesagt, ach, naja, okay, dann hätte ich das auch gleich wieder nicht so ernst genommen und hätte das niemals gemacht. Aber er meinte wirklich sofort, das machst du, morgen hast du 2 Stunden Zeit, kümmere dich um alles, was du brauchst sozusagen. Ja, dann war das wirklich, war nach, ja, dann war ich ziemlich schnell angemeldet und dann war das, ja. Da habe ich wirklich, das war ein Adrenalinstoß über Wochen, den ich da erlebt habe. Diese, wow, so ein großes Thema und jetzt wirklich damit auch in die Welt zu gehen. Und es waren, ja, so, ne, Angst, wieder Zweifel, doch nicht machen, Komfortzone bleiben und dann wieder, nee, ich gehe nach vorne. Und das war, und das ist immer noch etwas, was ich natürlich nie, aber ich habe jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht damit schon. Und das ist wirklich so, also, ja. Über den Point, also ich habe eine große Schwelle überschritten damit mit diesem Kongress, ja. Ja, dafür danke ich dir auch. Das war echt so wertvoll, ja. Ja. Und was hat denn der Kongress mit dir gemacht? Also auch dann noch im Nachhinein, das nimmt bestimmt noch viele Wunder, oder das ist Süddeutsch, Schweizerdeutsch, das finden bestimmt viele interessant, ja, wie es dann weiterging.
Also genau, der Kongress lief während des Kongresses und schon vorher ist ja auch eine Geburt. Also ein Kongress in die Welt zu gebären ist eine Geburt. Und schon, das war wirklich 9 Monate genau, diese Vorbereitung. Und da bin ich schon, also überhaupt in diesem, da habe ich schon gemerkt, okay, ich werde geboren und ich gebäre. Also ich habe wirklich gemerkt, wie wirklich mein Trauma als so mein eigenes Geburtstrauma sich gezeigt hat mit dem Sichtbarsein, weil das ist ja von uns vielen so, dieses Sichtbarwerden in der Welt ist ja verknüpft mit dem eigenen Geburtstrauma. Also habe ich da schon echt, schon in dieser Schwangerschaft viel durchgemacht und dann lief der Kongress und es hat mich auch wirklich nochmal durchgerüttelt, hoch 10. Also es war jetzt nicht so, es war wirklich, und danach... ja, da hat mich wirklich aus der Komfortzone gerüttelt. Und es gibt sozusagen danach, ich trete jetzt ganz anders in die Welt. Also es gibt für mich sozusagen, ich hätte noch vor einem Jahr, hätte ich mich sehr darum gekümmert, was andere von mir halten. Aber ich merke so, meine Innenwelt ist sehr, sehr gestärkt worden. Also die ist, da ist etwas in mir herangewachsen, das ist, das ist nicht zu knacken, sage ich mal. Das wird immer, immer sicherer. Natürlich falle ich auch immer wieder da, wieder in diese Zweifel, so wie auch gerade, aber es ist etwas, wo ich viel schneller durchfließe und da ist wirklich was ganz Kräftiges in mir herangewachsen, dadurch, dass ich diesen Schritt auch gemacht habe und ich glaube, das ist so das Entscheidende. Also ich traue mich jetzt, Sachen zu sagen. Ja, ich bin auch nicht mehr so manipulierbar. Also vorher war ich sehr manipulierbar mit dem, ob ich der Außenwelt gefalle oder nicht. Und das bin ich immer noch, aber auf einem sehr viel kleineren Niveau, sage ich mal, oder auf einem viel höheren Niveau, wie auch immer du meinst, du weißt, was ich meine. Also ich bin da nicht mehr so leicht zu verunsichern. Und wenn ich mir jetzt zurückdenke, so vor einem Jahr, also das ist, sind zwei verschiedene Menschen so ungefähr natürlich, ne? Das ist schon ein riesiger Schritt, sowas zu machen, weil man sich eben komplett mit sich selbst konfrontiert und auch seine eigenen Themen, die man nie ausgesprochen hat oder vielleicht nur im kleinsten Kreise, wirklich plötzlich mit über 8000 Menschen teilt. Und da kommt ja auch viel zurück. Und da gilt es dann wirklich immer wieder zu schauen, okay, immer wieder, jeder Newsletter bringt auch, da kommen auch, kann auch immer wieder Kritik kommen. Und da immer wieder auszuloten, ja, was bin ich nicht, wo lasse ich mich manipulieren oder also auch selber, ne? Das ist ja sozusagen, und wo kann ich aber auch einfach so stehen bleiben? Und das lerne ich sehr. Und das ist so, so wertvoll. Und ich merke, das ist so wirklich diese Zeit auch für uns Frauen ganz besonders, das zu lernen. Also in der Welt zu stehen mit unseren Wunden, weil wir sind verwundet als Frauen. Also die ganze weibliche Linie hat viel durchgemacht und die männliche natürlich auch, aber ich spreche jetzt in dem Fall eher von der weiblichen Kraft so, und das ist wirklich das, was mir am Herzen liegt, dass wir da wirklich uns raustrauen aus der Komfortzone und auch wenn es heißt, dass wir angegriffen werden oder beurteilt werden und dass wir da aber lernen, immer drin zu stehen, im Feuer zu stehen, also und nicht davor wegzurennen. Also ja, da bin ich auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gegangen mit dem Kongress, ja. Du sprichst ja auf der Webseite, oder jetzt hast du ja auch gerade gesagt, die weibliche Kraft oder auch vom Schoßraum. Und mich würde interessieren, kommt das einfach so? Also haben wir die Kraft einfach in uns drin oder braucht es dazu einen Prozess? Wie komme ich an diese Kraft und was bedeutet eigentlich der Schoßraum? Also durch die zweite Geburt habe ich ja durch ziemliche Risse einfach, ich muss kurz zurückspringen, genau, ich hatte ziemlich lange Schmerzen und habe dann angefangen, also immer mehr zu forschen, wie kann ich das heilen oder was ist da? Und dann habe ich diesen Self-Cervix-Kurs gemacht von Olivia Bryant, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und habe mich wirklich sehr tief mit meinem Schoßraum da verbunden und habe wirklich auch, wenn wir uns, weißt du, es ist ein Körperbereich, dem wir sehr wenig Aufmerksamkeit, also vielleicht noch so im herkömmlichen Sinne, mit einer sehr unaufmerksamen oder unachtsamen Sexualität ist es vielleicht schon, natürlich kommt es immer wieder in den Fokus, aber so ein wirklich achtsamer Umgang. Das da unten. Na, der ganze Schoßraum. Also man sagt, das da unten. Ja, genau, ja.
Ja, und das ist halt so, dass ich mich dann erstmal wieder so mit, also wirklich mit der Cervix, das ist ja der Muttermund, ne? Also übersetzt. Und da auch wieder überhaupt mich anzubinden und zu spüren. Und wenn wir umso mehr wieder unsere Achtsamkeit hinbringen, merken wir erstmal, wow, da ist ja auch wirklich eine Innenwelt. Da passiert ganz viel. Erstmal spüren wir vielleicht gar nichts und es ist taub. Und ich bin da immer mehr so auch reingesunken. Und dann kam meine dritte Tochter und ich habe mich ja auch auf eine Alleingeburt vorbereitet und bin da, war ganz bei mir. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen, dass ich wirklich auch wusste, immer besser, was will ich und was will ich nicht. Also wie will ich angefasst werden, wie nicht. Ich wollte zum Beispiel überhaupt nicht zum Frauenarzt. Also brauche niemanden, der mich vaginal untersucht, weil es ist mir unangenehm. Und da wäre ich früher immer drüber weggegangen. Es war immer unangenehm, aber ich bin da raus. Ja, muss halt so sein. Nee, muss überhaupt nicht so sein. Ich muss mir nicht irgendwie alle 3 Wochen irgendwas reinschieben lassen, um einen Ultraschall zu machen oder Metall, also ich finde, das ist mir mittlerweile so fremd, wie können wir das machen und wenn wir es machen, weil manchmal gibt es natürlich, aber dann wirklich mit einer Achtsamkeit und auch zu erlauben, zu sagen, stopp, ich bin noch nicht so weit, ich will nochmal tief durchatmen, also wirklich wie dieser herkömmliche Arztbesuch, Frauenarztbesuch ist mir ein Grauen. Also es ist ja wirklich 5 Minuten, gehst rein, Tisch, auf den Stuhl meine ich, und dann, da wird gar nicht lange geredet, also bei den meisten jedenfalls nicht. Und ich weiß noch, dann, ich war dann halt so viel, sehr viel achtsamer mit mir und bin zum Frauenarzt und ich meinte, es war extrem unangenehm und ich habe irgendwas gesagt, so, oh, irgendwie so, ne? Und dann meinte sie, ja, ist halt einfach nur, ist nicht so dein Tag heute, ne? Und da denke ich so, nee, das ist nicht nur mein Tag, sondern das ist einfach nur, dass ich endlich mal spüre, was hier eigentlich abgeht. So, das ist nicht nur. Und sie sind es halt, das ist halt sowas, da hätte ich dann, wäre ich dann eingeknickt und hätte gesagt, ach ja, ich bin zu zimperlich. Ne? Und das passiert mir jetzt aber nicht mehr, sondern ich nehme das sehr, sehr ernst. Und das ist für mich so diese Verbindung zum Schoßraum. Und es kann einfach so sein, dass wir da einfach immer wieder unsere Achtsamkeit hinsetzen, dass wir uns massieren. Und das kann auch wirklich nur auf der Gebärmutter sein, die Hände darauf legen oder einfach nur die Hände drauflegen und überhaupt da reinatmen. Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, was wir machen. Und ja, für mich hat es ganz viel, so wie ein Kompass, wie ein innerer Kompass. Also ich weiß jetzt mittlerweile immer genauer und trotzdem ist da noch viel Schmerz, weil wenn wir da hingehen, dann ist es auch nicht so, dass es gleich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass da auch viel Schmerz erstmal hochkommt, ne? Wenn wir da wieder unsere Hände ganz achtsam rauflegen, dann können auch Tränen fließen oder es passiert gar nichts. Und da auch zu sehen, okay, das ist völlig normal, dass dieser ganze Raum so nicht gleich Hurra schreit, wenn wir kommen, sondern sich erstmal zeigen will, auch mit der Trauer oder mit der Wut oder was auch immer. Und dass das dann auch den Raum bekommt und dass wir da nicht mit zu großen Erwartungen gleich hingehen, sondern einfach nur den Raum öffnen. Der ganze Schoßraum, also mit allem, was dazu gehört, darf erstmal gesehen werden. Mhm. Und ja, für mich ist das sehr, sehr wichtig eigentlich für die Geburtsvorbereitung, dass wir da wirklich tief hineintauchen, weil wir da, wenn wir da in der Verbindung sind, dann wissen wir eigentlich auch ganz genau, wann ist der richtige Zeitpunkt, dies und das zu machen und vielleicht sollten wir vielleicht auch gar nichts zu machen, ne? Vielleicht sogar viel besser. Und dann sind wir auch in Verbundenheit mit unserem Kind und können auch wissen auch, ja, wo will das Kind geboren werden, wie will das Kind geboren werden, dass das auch Gehör findet und das ist sozusagen für mich einfach so, dass wir nicht mehr drüber hinweggehen über unsere Bedürfnisse, die wirklich tief, tief, tief verankert sind und sich ja manchmal so wirklich unter Schichten vergraben sind, ne? Und dass wir da und wieder trauen, uns diese Schichten langsam zu öffnen oder zu lüften. Also, und ja, da kann man natürlich auch mal Begleitung brauchen. Also einfach auch emotionale Begleitung jetzt. Und für mich sind Frauenärzte so, es gibt bestimmt sehr, sehr achtsame. Ich habe an Frauenärzten nicht so viel achtsame Menschen. So, und ich meine das überhaupt nicht wertend, aber ich finde, wir Frauen dürfen da wieder mehr verlangen. Und wir dürfen zum Frauenarzt gehen und wir dürfen sagen, was wir wollen, das ist unser Körper. Also es ist wirklich unser Körper und da sind wir wirklich, gesamte Gesellschaft hat irgendwie diese Innenwelt, haben wir irgendwie eingeimpft, kriegen wir eingeimpft, so als Kleinkind schon, ist nicht so wichtig. Also geh da mal
hab dich nicht so oder nee, das muss jetzt aber sein. Und da wieder aufzustehen und zu sagen, nee, das muss nicht so sein und ich entscheide das. Und umso mehr Frauen zum Frauenarzt gehen und das auch sagen oder ins Krankenhaus oder zur Hebamme oder was auch immer, dass es immer noch natürlicher wird und noch selbstverständlicher, dass wir wirklich auch entscheiden, was mit unserem Körper passiert. Ja. Was denkst du, woran liegt es, dass wir immer wieder darüber hinweggehen? Also ich habe das selber auch so erfahren und ich habe auch, ich musste mir das antrainieren, dass ich das gerade im Hinblick auf die zweite Geburt nicht mehr mache. Und das war echt, das war schwierig. Das ist nicht einfach. Warum ist das so? Ja, das ist mega schwer, weil man eben auf Gegenwind stößt, ne? Weil die Außenwelt will nicht, dass du auch so bist, weil wir sind sozusagen wirklich geprägt dadurch, dass, also Schule, Kita, also wir sind, und unsere Eltern sind ja auch so geprägt, das heißt, wir kommen in eine Welt, wir denken, juhu, ich bin da, ich bin wichtig, und dann merken wir aber immer mehr, nee, ich bin ja gar nicht so wichtig, dann wird auf deine Gefühle nicht gehört, schon, also, und die, auch hier wieder gar keine Anklage, sondern es ist einfach so, dann wird auf deine Gefühle nicht eingegangen, ob es jetzt ja deine Eltern sind oder in der Kita, dann wird, also in der Kita passieren ja auch schon wirklich viele Sachen, wo das Kind einfach auch nicht, wo schon ja eigentlich schon gelehrt wird, ja, du bist zu einem gewissen Teil akzeptiert. Also gute Laune ist super, aber schlechte Laune oder Aggression oder Wut oder ja, das wollen wir nicht sehen. Also und da kriegt man ja auch mit so öfters. Doch, also habe ich schon öfters mitbekommen, wie die dann doch mit den Kindern umgehen. Und es kommt überhaupt nicht aus einer Bösartigkeit oder so. Aber es ist einfach so, dass wir alle als gesellschaftlich nicht gut mit anderen Gefühlen außer guter Laune umgehen können, mit anderen sozusagen. Mhm. Und da wir aber so viel mehr sind als Menschen, ist es halt, spalten wir halt diese ganzen Teile immer mehr ab und denken, wir sind nicht richtig, wenn wir das verlangen, was uns eigentlich zusteht. Mhm. Also wir spalten ab, wir machen uns klein, wir spüren in der Schule, ja sowieso, also ich habe ein komplettes Schultrauma, ich selber, ich habe mich da wirklich mit der Einschulung, die Autoritäten, ich hatte so eine Angst vor den Lehrern. Meine ganze Schulzeit, das war eigentlich sozusagen, gut, irgendwann habe ich natürlich rebelliert, aber diese ganze Grundschulzeit, wirklich, ich habe kaum geatmet. Ich erinnere das genau. Ich war gar nicht da. Ich hatte so eine Angst vor diesen Autoritäten und dieses Autoritäten nicht zu hinterfragen, das lernen wir so früh als Kinder. Und dann geht es halt so weiter und dann auch, wenn wir größer sind, vor allem als Frauen, trauen wir das uns natürlich immer noch nicht. Und das ist ja auch immer noch in der Gesellschaft überall, auch jetzt gerade, Corona-Zeiten, finde ich, Autoritäten werden sehr, sehr wenig hinterfragt. Und wenn sie hinterfragt werden, dann kommen sie direkt in die Verschwörungs-, in die Ecke oder in die Ecke. Also werden sofort gelabelt. Und da trauen sich dann nur noch die Mutigsten, auch trotzdem noch selbstständig zu denken und auch da für einzustehen. Also ich habe zum Beispiel einen Übergriff mal miterlebt bei einem Kind und habe das dann, also ich habe es als Einzige gesehen und habe es dann den Eltern gemeldet. Das war in einer Kindertagespflege. Und die Eltern haben sich nicht getraut, die Autoritäten zu konfrontieren. Also sie haben nicht zu ihrem Kind gestanden. Mhm. Also die haben dann das Kind gefragt, das Kind hat gesagt, nö, war alles, hat nichts sozusagen gesagt und sie haben dann das einfach nicht ernst genommen und das war einfach so, man merkt, okay, die Eltern sind auch so geprägt, Autoritäten nicht zu hinterfragen und da sind wir sehr, sehr blind, glaube ich. Also wenn uns jemand sagt, das ist nur zu deinem Besten, dann glauben wir das sehr schnell und wir glauben eher unserem Kopf oder der das hört oder unseren Ohren, aber und hören nicht auf unser Herz oder sagen, nee, nee, aber er hat ja gesagt, das ist nur zu dem Besten. Oder er hat ja gesagt, das hat er nicht, das war nicht so, das ist nicht so schlimm. Und da sind wir halt ja so konditioniert darauf, dass wir dann ja mit so vielleicht noch einem unguten Gefühl, aber dann glauben wir das einfach, weil es der einfachere Weg ist, als jetzt in die Konfrontation zu gehen. Und ich hoffe, dass wir da immer mutiger werden, doch auch für unsere Kinder einzustehen und für uns selbst einzustehen und da auch, wenn es soweit kommen muss, auch Autoritäten zu konfrontieren. Also und auch unsere eigene innere Autorität immer mehr zu stärken.
Ja, wenn wir schon davon sprechen, gerade so unter der Geburt, Übergriffe. Da kennen wir uns beide ja schon ziemlich aus. Wie sehen die aus? Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, eben so in der Sauna, da habt ihr so darüber gesprochen, aber ja, wie sieht so ein Übergriff aus? Wo fängt das an? Also erstmal ist er meistens gut getarnt. Wieder, es ist ja nur zu deinem Besten, ist ja nur zu deinem, zu dem Be für das Beste für dein Kind. Also ich, das ist ein ganz, ganz gefährliche Tarnung, finde ich, weil die ist so schwierig und zu, also ja, da kommen Gewalt und Liebe, so gespielte Liebe oder Fürsorge zusammen. Und das ist sehr schwer für uns Menschen zu unterscheiden. Und diese Gewalt, also ich nenne es auch Gewalt, weil das ist für mich Gewalt. Was sind Übergriffe? Also das kann hier eben alles sein von einfach nur nicht gehört werden. Und ich meine, du bist als Gebärende irgendwo ohnmächtig, also du bist irgendwo abhängig von von der Außenwelt, weil du kannst jetzt nicht wegrennen, du kannst nicht fliehen und du kannst auch nicht kämpfen, nicht wirklich. Ja? Das heißt, du bist wirklich angewiesen darauf, dass die Menschen es um dich herum gut meinen. Und wenn das nicht so ist und du kannst nicht fliehen und nicht kämpfen, dann ist das schon Gewalt. Also wenn die Menschen deine Bedürfnisse nicht hören, wenn sie dich nicht ernst nehmen, wenn du sagst, ich spüre, meinem Kind geht es nicht gut, ich will einen Kaiserschnitt, hast du genauso das Recht, gehört zu werden, wie wenn du sagst, ich möchte dies und das oder ich spüre das und das. Und da wird halt so wenig Wert drauf gelegt. Also ich habe es ja selber erlebt. Die Hebamme hat auch gesagt, du, ich habe hier 1000 Frauen. Ich kann mich doch nicht darauf verlassen, was du sagst. Ich kenne dich doch gar nicht. Ja, gut. Was dann, das ist sozusagen diese Angst im System, was falsch zu machen, weil die Geburtshelfer kriegen jetzt nicht, wenn das Kind lebt und gesund, also gesund körperlich rausgeht, ist alles gut. Was traumatisch da passiert ist, zählt sozusagen. Ist ja nicht greifbar. Da wird niemand um, da, das ist nichts, was irgendwie, ja, da Beweise zu bringen, ist da sehr schwer, sage ich mal, ne? In unserer Welt jetzt gerade. Und deswegen müssen die sich natürlich absichern. Also es ist einfach ein System, wo Gewalt halt, strukturelle Gewalt produziert wird. Also, und da verstehe ich, also ich will da wie auch ja immer natürlich wieder nicht die Geburtshelfer so beschuldigen oder so. Darum geht es nicht. Wir müssen da einfach nur klar hinschauen, ne? Was machen wir da unter der Geburt und wie geht es der Frau und wie ernst können wir sie vielleicht doch auch nehmen? Und das sind halt, ob es jetzt vaginale Untersuchungen sind, die nicht gewünscht sind oder einfach ein Wehenmittel gegeben wird, obwohl die Mutter das vielleicht auch nicht will, ist das für mich auch schon, eigentlich die Frauen sind ja eigentlich gar nicht wirklich aufgeklärt. Also da wird einfach gesagt, ja, es ist, wir wissen, wie Geburt geht. Also höre ich auch immer wieder lauter Frauen, ja, die wissen das schon. Also ich habe Yoga unterrichtet für Schwangere lange und ja, die kamen dann und ich sehe, wohin gehst du? Ja, hier in das nächste Krankenhaus, ist am nächsten um die Ecke halt, direkt vor der Tür praktisch. Und ja, die wissen ja schon, wie Geburt. Also die wissen das ja. Ich muss jetzt ja, also die Frauen, viele Frauen denken, das muss ich ja gar nicht machen, das machen ja die. Also, und dann ist es natürlich auch, kommen die Geburtshelfer natürlich auch manchmal in die Lage, dass sie Sachen machen, dass vielleicht auch die Frauen sind da auch nicht. Ich glaube, das sind letztendlich wir Frauen selber. Wir müssen ins Krankenhaus gehen und zwar in einer Massenbewegung und sagen, so nicht. Und dann wird es auch nicht mehr so passieren. Und eigentlich müssen wir überhaupt nicht ins Krankenhaus gehen. Also es ist so, wir sind so entfremdet mittlerweile von unseren Körpern. Das ist also, ja, also ich hoffe, da gibt es jetzt ja, es gibt ja auch wieder so eine Gegenbewegung, dass es wieder natürlicher wird und dass wir uns wieder annähern. Aber so teilweise gibt es halt diese beiden Bewegungen, sind wir einfach sehr, ja, entfremdet und spüren unsere Bedürfnisse gar nicht. Und dann kommen wir natürlich, sind Übergriffe vorprogrammiert. Und dann ist es halt noch schlimmer, wenn wir noch nicht mal gemerkt haben, dass wir Opfer von Übergriffen geworden sind. Also das finde ich immer so, das ist noch so das. Wenn wir das wenigstens merken und danach benennen können, dann können wir auch was ändern. Dann können wir auch zurückverfolgen, okay, warum ist es so weit gekommen? Wo bin ich nicht in meine Kraft gegangen? Wo war ich, warum bin ich überhaupt in das Krankenhaus gegangen? Und worauf will mich dieses Ereignis jetzt aufmerksam machen? Also ich habe dadurch erfahren, nochmal mehr,
meine Grenzen wirklich zu wahren. Also ich habe ja unter der Geburt sehr um meine Würde und die Würde meines Kindes auch trotzdem gekämpft, in dem Sinne, wie ich es noch konnte, also versucht abzuwehren. Und gleichzeitig habe ich immer versucht zu kooperieren, weil ich will ja nicht mit denen kämpfen, sondern aber ich, und das ist halt wirklich grauenhaft, wenn eine Frau unter der Geburt kämpfen muss. Also obwohl sie es ja nicht kann, weil sie soll loslassen. Und ich musste wirklich mich vor Übergriffen. Meine Geburt war hochgradig wunderbar. Also die hätte ich eigentlich zu Hause machen können alleine, ja, weil ich einfach mich so mit meinem Schoßraum ja auch schon vorher verbunden hatte. Ich wusste ganz genau, meinem Kind geht's gut, das hier ist eine super Geburt. Und von außen wurde alles möglich angefahren und mir Stress gemacht. Mir wurde immer wieder gesagt, mein Kind stirbt gleich. Und damit, weißt du, mit Angstmache, Panikmache, kontrollierst du die Gebärende. Und das ist also wirklich, das geht gar nicht. Ich finde das grauenhaft, wenn man der Mutter Angst macht, dass das Kind sonst stirbt, wenn wir nicht das und das machen. Und mir wurde auch immer wieder gesagt, ich soll mich anpassen an den Alltag, an die Routine. Und es gibt hier keine... Und ich wollte ja gar nicht, ich wollte einfach nur in Ruhe gebären, einfach nur mein Kind bekommen, aber es war so wie... Ja, auch gar nicht. Also man, ja? Kann sich ja, man kann sich nicht unter der Geburt anpassen, weil die Geburt, die passiert. Ja. Ja. Du kannst dich nicht in ein System einfügen. Ja, genau. Ja. Ja, da hast du ganz recht. Und dass das aber verlangt wird, dass wir in ein gewisses System reinpassen sollen, in ein gewisses Zeitfenster. Und was auch wichtig ist, also Technik ist wunderbar, wenn sie dem Menschen dient, aber wenn die Technik an erster Stelle kommt, ich weiß nicht, ich hatte dieses CTG und es waren zwei Hebammen und eine Ärztin, guckten nur aufs CTG und keiner hörte mir zu. Ich hatte auch was zu sagen. Ich wusste ganz, ich hatte ein ganz klares Gefühl, was gerade passiert. Und sie haben dann das, was sie auf dem Bildschirm sehen, nicht in Beziehung gesetzt zu dem Geburtsverlauf. Das ist natürlich dramatisch, wenn man irgendwie Herztöne sieht, aber sie nicht in Beziehung setzt zu dem Geburtsverlauf, wo, in welchem Stadium sind wir überhaupt, ne? Und das haben die überhaupt nicht gemacht. Und dadurch wurde Panik. Und hätte man mit mir gesprochen, hätte man ganz schnell merken können, wo bin ich? Denn es wurde nämlich 2-3 Minuten danach wurde meine Tochter geboren und die waren dann irgendwie, haben da wirklich so gemacht, als würde mein Kind gleich sterben. Dabei ist es sozusagen einfach bei einem Geburtsverlauf so, dass wenn ein Kind kurz vor der Geburt ist, natürlich sind die Herztöne dann mal ein paar Minuten nicht gleichmäßig. Das Kind kann das aber sozusagen auch ab. Und ich habe das ja auch mit meiner Hausgeburtshebamme nachher diese ganzen CTGs und so durchgeschaut und die meint, das war wirklich 1A. Und da denke ich mir so als Frauen, warum setzen wir uns diesem Stress aus? Also bei einer Hausgeburt schauen die Hebammen ja immer nur dann, wenn gerade keine Wehe ist. Ob das ist ja eigentlich wichtig, kann das Kind sich wieder erholen in der Wehenpause. Mhm. Unter der Wehe sind natürlich, aber beim Krankenhaus wird alles angeschaut und da gibt es so viele mehr Störfaktoren, die da reinkommen und Störfaktoren, die Angst produzieren und die dann wieder den Geburtsverlauf und nicht förderlich sind und dann brauchen wir mehr Intervention. Also es ist einfach... Ja, Geburt ist auch Sex und wo, ich sage immer, ja, wo würdest du gerne Sex haben? In einem Krankenhaus, wo die ganze Zeit irgendwie Licht ist, wo Leute reinkommen, wo fremde Leute vielleicht auch nochmal kurz irgendwas abchecken bei dir und wo dir ständig jemand sagt, was jetzt als nächstes passiert oder machst du das, wo machst du das? Weil wir können es nicht trennen, also wir können nicht Geburt und Sexualität trennen, das gehört zusammen und wir haben das dermaßen getrennt, also wenn man jetzt, das ist so steril, also jetzt ist es ja auch nicht mehr überall so steril, aber was ich so erlebe, ist es doch noch in vielen, da hat sowas, da wird es einfach so getrennt und wir können sozusagen nicht erwarten, dass wenn wir eine Frau stören bei der Geburt, dass das dann so gut verläuft und dann müssen wir natürlich retten und dann geht die Frau raus und sagt, oh, ich wurde gerettet. Mhm. Und das ist dann so, ja, super. Und die erzählt es dann weiter. Ja, eigentlich war ich im Krankenhaus, weil ich wurde gerettet. Das ist sozusagen aber dadurch schon überhaupt dieser ganze, ja, dass es dadurch überhaupt so gekommen ist. Genau. Gesehen. Wenn ich eine Hausgeburt gehabt hätte, wäre ich gestorben und das Kind auch gerade noch mit. Ja, genau. Ja. Und da zu gucken, ja, vielleicht wären wir überhaupt nicht so weit gekommen, ist, da fehlt oft so dieses Hinterfragen wieder. Also. Und ich sage jetzt nicht, ja, bleibt alle zu Hause, weil da kommen wir dann halt zu dem, wir sind entfremdet und wir müssen schon schauen, dass wir uns auch, also ich sage jetzt nicht, jemanden, der sich überhaupt nicht mit seinem Körper beschäftigt
und mit Geburtsvorgängen. Also man muss schon eine Verantwortung übernehmen. Natürlich, wenn wir zu Hause gebären, dann müssen wir uns noch mehr vorbereiten, weil wir geben es nicht ab. Also wir, natürlich sage ich nicht, macht einfach zu Hause, sondern das ist auch wieder so ein Annähern an die Natur. Und dann, und das ist völlig okay, wenn wir das, wenn Frauen ins Krankenhaus gehen, genauso nur, aber auch wenn wir ins Krankenhaus gehen, bitte, bitte bereitet euch vor. Also wisst genau, was ist eine Geburt und wie kann sie sein. Und umso mehr könnt ihr auch das schützen, dass da jemand, dass da Interventionen irgendwie störend wirken. Oder überhaupt, ihr seid sozusagen in eurer Kraft. Und es ist ja nicht so, dass da sind ja ganz viele Hebammen und Ärzte, die sich freuen, glaube ich auch, wenn eine Frau wirklich auch weiß, was sie will. Und dann gibt es aber auch viele, die finden das überhaupt nicht okay, wenn eine Frau weiß, was sie will. Und das muss man einfach auch mit einbeziehen. Das war bei mir so. Ich war nicht gewünscht als eine Frau, die weiß, was sie will, weil die wollten wissen, was ich, also die wollten sozusagen wissen, was ich brauche sozusagen und bestimmen. Und da zu wissen, ja, die Welt ist halt so. Also viele Menschen haben selber keine Wertschätzung erfahren als Frau als Gebärende oder was und haben sich ihrem Schmerz nicht zugewendet und sind dann natürlich auch nicht unbedingt die empathischsten Geburtshelfer. Und das ist für mich so, ja, wir brauchen einfach wieder wirklich viel mehr Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit entsteht, indem wir uns unseren Wunden, unseren Traumata auch zuwenden, weil ein Mensch, der missbraucht, wurde selber missbraucht. Mhm. Und wenn wir diesen Missbrauch sozusagen nicht spüren und auch benennen, dann missbrauchen wir weiter ohne und sagen selber, ja, das ist aber nur zu deinem Besten. Mhm. Also machen dieses Spiel weiter. Und sich da, für mich war das auch so ein ganz prägendes Erlebnis, diese Gewalt, die ich erfahren habe, dieser Missbrauch, der Machtmissbrauch, dass ich den halt auch in mir selber entdeckt habe. Also ich habe ja auch mit Stefan Hine darüber gesprochen, dass ich das ist ja selber in mir auch drin, das ist ein Produkt von Erziehung. Also für mich ist auch das, und das auch zu sehen, ja krass, ich habe das auch in mir. Ich kann auch so krass kalt sein und genervt und einfach über Bedürfnisse von anderen dermaßen hinwegrauschen und auch bei meinen Kindern. Und das hat für mich so ein großes Feld geöffnet. Das heißt auch für mich, wenn wir eine krasse Geburtserfahrung haben oder was, muss auch nicht nur Geburt sein, aber wir haben immer die Chance, was hat das Außen, ist ja auch wieder was will da auch in mir gesehen werden. Und seitdem ja, rieche ich strukturelle Gewalt gegen den Wind, weil ich sie in mir selber auch kennengelernt habe. Und wenn wir selber auch uns mit dem zum Beispiel Täter-Ich in uns auch auseinandersetzen, dann erkennen wir es auch im Außen besser und lassen uns nicht mehr so sehr täuschen. Und genauso können wir uns auch als Opfer auch anerkennen. Manche Frauen, ne, die so auch Opfer von Gewalt werden, die wollen das gar nicht, die wollen diesen Opferstatus nicht. Und dann damit stärken wir aber sozusagen die Täterseite auch. Also wenn wir das nicht benennen, es braucht einfach auch immer diesen Schritt und dann können wir uns auch daraus befreien, weil wir sind so viel mehr. Aber auch manchmal brauchst du diesen Schritt einfach auch erstmal zu sagen, krass, ich bin Opfer geworden. Und dann geht es darum, okay, und wie kann ich jetzt wieder in meine Kraft kommen? Aber manche bleiben wirklich, zum Beispiel, wenn jetzt kristellert wird und du wirst, es passieren grauenhafte Sachen und du gehst raus und sagst, nö, war alles gut. Du willst halt kein Opfer sein. Du willst halt nicht diejenige sein, die irgendwie ein krasses Geburtserlebnis hatte, wo es über sie hinweggerauscht wurde. Dann ist es sozusagen, dann fehlt auch dieser Schritt. Also es darf auch ein Schritt sein, erstmal zu sagen, okay, ich bin Opfer von Gewalt geworden und dann sich daraus wieder zu erheben und zu sehen, okay, was hat es, wie ist es dazu gekommen, wo bin ich über meine Grenzen gegangen und was darf ich hier lernen? Ich denke, manchmal ist es auch noch schwierig, wenn man Opfer von Gewalt wurde und dann aber, wie gesagt wird, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Also es gibt ja viel Schlimmeres oder bist doch sehr froh, ist dir nicht noch Schlimmeres passiert. Und dann aber trotzdem dabei zu bleiben und sagen, ja, aber das ist nicht okay. Das, was mir passiert ist, ist nicht okay und das ist Gewalt. Auch wenn es nicht so schlimm war. Für mich war es schlimm. Das finde ich auch immer wieder spannend, dass die Leute immer das Gefühl haben oder die Frauen immer das Gefühl haben, ja. Damit komme ich klar. Es war nicht so schlimm. Ja, also das ist sowieso auch so ein gewalttätiger Satz schon. Es gibt ja Schlimmeres. Ja, es gibt immer Schlimmeres. Also das ist so, dann dürfen wir ja nie unseren Schmerz fühlen. Also das ist schon, wenn wir
verwundet sind und uns der Außenwelt zuwenden. Und dann kommen diese Sätze. Mhm. Also es kommt wieder von Menschen, die wollen selber nicht damit konfrontiert werden, wieder mit dem Schmerz. Ne? Und das sind gewaltvolle Sätze. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, dann nicht das zu sagen, oh ja, stimmt, und das anzunehmen, sondern zu sagen, okay, das ist die Person, die will sich nicht mit diesem Schmerz, mit meinem Schmerz und mit ihrem eigenen Schmerz auseinandersetzen. Ich nehme meinen Schmerz sehr, sehr ernst, ich will ihn erlösen sozusagen. Und deswegen wende ich mich ihm zu, weil ich will nicht kaltherzig werden, sondern ich wende mich dem zu, um es zu erlösen. Bei mir geht es nicht darum, dass wir dann im Schmerz baden und für immer, ne, sondern es geht wirklich darum, das zu erlösen und da hinzuschauen und da ganz gut Acht zu geben auf sich selbst. Die Außenwelt ist brutal. Also die Außenwelt ist brutal, vor allem, wenn du verwundet bist. Ob du jetzt ein Sternkind hast, aber alles Mögliche. Wenn wir jetzt bei Geburt sind, gibt es so viel, da sind wir so verwundbar. Mhm. Da gibt es so viele Wunden, wo wir einfach so drüber hinweggehen. Und ich glaube, umso feinfühliger wir da werden und umso ernster wir die nehmen, umso mehr wird sich die Geburtskultur auch ändern müssen. Weil wenn wir das ernster nehmen, das Außen folgt. Und das wünsche ich mir, dass wir Frauen wirklich da ganz, weil wir und die Kinder, das ist sozusagen entweder der Friede von morgen oder der Krieg von morgen. Und Kinder, die schon irgendwie Gewalt erleben, Entschuldigung, ich muss kurz was trinken. Genau, die schon Gewalt unter der Geburt erleben, das ist sozusagen dann auch, wie die Kinder geboren werden, das ist was sehr, sehr, sehr elementar Wichtiges, welche Erfahrungen da ins Spiel kommen. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach nicht, wird nicht viel, da wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Und das ist eigentlich, also wir müssen, passieren die gravierendsten Sachen. Und für mich ist auch so, wenn wir unsere Innenwelt, wenn wir die schon sozusagen bei einem Kind, auch jetzt mit der ganzen Pränataldiagnostik, dermaßen stören, das Kind denkt, alles in Ordnung und spürt dann, okay, warum geht meine Mutter ständig zum Ultraschall? Dann gibt es vielleicht eine Diagnose oder eine Fleischdiagnose und das Kind lebt 3 Wochen oder sonst was in Panik, weil die Mutter und das Kind spürt, okay, ich bin eventuell nicht so in Ordnung, so wie ich bin und lebt in Panik. Dann kommt entweder, ist doch alles gut, aber diese 3 Wochen, die sind eingeprägt. Also das wiederholt sich dann kommt vielleicht irgendwas unter der Geburt, du darfst nicht in deiner Zeit geboren werden. Das Kind hat ja auch was mitzureden, wird schon da wieder nicht gehört. Wo will es geboren werden? Wie will es geboren werden? Nee, hier jemand anderes entscheidet. Also und das ist schon so wichtig, dass wir da wirklich hinschauen, was wollen wir in der Zukunft? Wollen wir Kinder, die von Anfang an geschwächt sind? Oder wollen wir starke Kinder? Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was unser System eigentlich gerade da wirklich ist. Ne? Also da darf man wirklich auch hinterfragen. Und starke Kinder, ich habe 2 sehr, sehr starke Kinder und die sind auch nicht, die fordern mich. Ne? Und die bringen auch mich zu den Punkten, wo ich sehr nah an Machtmissbrauch rankomme, weil ich merke, boah, die triggern mich so sehr. Und da ehrlich zu bleiben und da nicht und wenn Machtmissbrauch passiert, was für mich auch schon ist, ich bürste jetzt trotzdem deine Haare, auch wenn du das nicht willst. Also das ist schon für mich, ich entscheide das. Und das geht ja dann darum, nur um mich, dass ich unbedingt will, dass meine Tochter jetzt gebürstete Haare hat. Dabei fällt mir ein, ich habe gestern 1/2 Stunde die Haare von meiner Tochter beim Schlafen gebürstet, weil sie will sie jetzt so, die will die nie bürsten. Die hat wirklich Raster. Und das ist Liebe für mich sozusagen. Nee, okay, ich will, dass sie gebürstete Haare hat. Also bürste ich sie, wenn sie schläft und es nicht merkt und mach nicht dieses so, ich will, dass du gebürstete Haare hast, komme was wolle so. Oder ich habe halt auch gesagt zu meiner Mama, oder wir müssen halt die Haare abschneiden, aber ich werde sie nicht dazu zwingen, ihre Haare jetzt ständig zu bürsten. Ne? Mhm. Und das sind so diese Sachen, wo wir sehr, sehr aufmerksam werden dürfen und dass wir da schauen, starke Kinder sind herausfordernd und wenn wir immer mehr starke Kinder halt auch bekommen, dann das hoffe ich, dass wir Eltern immer mehr darauf Acht geben, dass unsere Kinder heile bleiben in ihrer Innenwelt, weil dann muss sich das Schulsystem ändern. Also dass wir das wirklich so von innen transformieren und dass wir es auch nicht mehr zulassen, dass
ja, dass irgendwelche Autoritäten entscheiden, wie das Kind sich zu verhalten hat, ob es jetzt bei einer Eingewöhnung ist oder bei sonst was, sondern dass wir da immer wieder wirklich die Verbindung zum Kind spüren, worum geht es eigentlich wirklich, also und hinter das Verhalten auch schauen und uns nicht so sehr leiten lassen von wilden oder genau das Gegenteil, also von Verhalten, was uns nicht passt, dass wir dahinter fragen, okay, worum geht es dem Kind wirklich und warum stört mich das Verhalten eigentlich so? Vielleicht, weil ich selber nie ausdrücken durfte. Vielleicht stört mich einfach dieses Freisein vom Kind, weil ich selber so unfrei bin. Also uns wieder da an dem Kind orientieren und von den Kindern auch lernen. Das war das auch mit Stefan Hine, was so, so schön, so wertvoll war in diesem Interview mit ihm. Und ja, da wünsche ich mir, dass wir da immer feinfühliger werden und sich auch immer mehr so der Wandel genau in dieser Zeit auch vollbringen kann, dass wir da, dass es nicht mehr so sehr um Gehorsam geht, weil es ist irgendwo schon noch sehr viel Gehorsam bei uns einfach in unserem System drin. Mhm. Und, ja. Ich habe das auch sehr stark, hatte ich dieses Aha-Erlebnis mit beim Interview mit Klaus Käppeli von eben bei dem Geburtstrauma-Kongress und ich habe dann auch gemerkt, wie die Beziehung von meinem Sohn und mir, wie die durch das Geburtsereignis oder durch das Trauma beeinflusst wurde. Und wie du dann so schön sagst, so die eigene Verantwortung übernehmen. Also ich war ja dann unter der Geburt für meinen Sohn, war ich ja eine Täterin, weil ich habe ihn ja im Stich gelassen. Ich war dann irgendwann völlig nicht mehr, emotional nicht mehr da. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, auch schwierig zu sagen, ich komme jetzt in die Verantwortung, wenn mein Sohn irgendwann mal auf mich zukommt und mich fragt, Mama, was ist da eigentlich passiert? Da muss ich hinstehen und sagen, ja, ich habe dich da allein gelassen. Und ich denke, das ist aber auch der erste Schritt zur Heilung dann auch. Und oder eben auch diese Kombination zwischen, ich merke zum Beispiel immer, wenn ich ihn alleine lasse emotional, dass er dann extrem fordert. Und seit ich dieses Interview gesehen habe, weiß ich warum und gehe darauf ein. Vorhin konnte ich das nicht, weil es hat eben das so in mir getriggert, dass ich dann noch mehr weg wollte. Ich wollte es nicht ansehen. Und jetzt weiß ich, aha, das ist wieder unser Geburtserlebnis. Mhm. Und das ist so schön, es ist trotzdem, im Moment ist es schwierig, aber zum Wissen, dass jetzt kriegen wir es hin. Jetzt lasse ich nicht allein. Und mir liegt da auch sehr viel am Herzen, die Frauen dahin zu führen, dass sie halt das Geburtserlebnis an sich, das ist ja so der Grundstein. Man kann noch viel verändern und man kann auf die Kinder wieder zugehen, auch wenn es jetzt nicht so rund gelaufen ist, aber halt so ja wieder darauf einzugehen. Ja. Mir so wichtig. Und es ist so schön, wie du das beschreibst, ja. Ja, das ist auch voll schön, wie du das sagst, weil das ist, also mein Sohn, ich hatte den ja auch unter der Geburt alleine gelassen und auch in der Schwangerschaft, weil ich halt so in einer Panik war wegen der Totgeburt vorher und war nur, ich habe sozusagen die ganze Vergangenheit auf ihn projiziert und war gar nicht wirklich bei ihm, war bei vielen Ultraschalls, ne? Ich habe das ja auch gemacht, obwohl ich im Geburtshaus angemeldet war und so und er kam ja dann auch zu Hause zur Welt, aber ich war sehr auf die Außenwelt. Also ich hatte da gar nicht diese Verbindung zu ihm und er war das auch, fordert das genau jetzt auch, genau wie dein Sohn. Umso mehr, er fordert das immer wieder. Mama, bist du da? Bist du da? Weil ich bin nicht, war ja nicht da und auch unter der Geburt nicht. Und genau dieses Einfordern da, genau hinterzuschauen, ja, ich habe das auch so, oh, du nervst mich noch mehr und ich gehe noch mehr weg und dann aber wieder diesen Turning Point, ah ja, genau. Du willst mich testen, bin ich jetzt endlich mal da? Und dann kann man damit ganz anders umgehen, wenn man das eben da tiefer taucht und auch nochmal genau dieses Geburtserlebnis, wie war die Beziehung denn da und die ganze Schwangerschaft, welche Verletzung hat dieses Kind eventuell, was sich jetzt in unserer Beziehung hier zeigt und was sich auch zeigt, wenn ich die Eingewöhnung mache, wo das ja auch, alle Übergänge zeigen ja auch immer wieder das Geburtserlebnis, also Eingewöhnung, ganz klar, da sind wir auch so viel zu grob mit, finde ich, so als Gesellschaft mit der Eingewöhnung und da
gut, wenn das Kind eine gute Bindung hat und so, ist ja super, aber wenn es nicht, wenn es keine stabile Bindung hat, und dann, da machen wir, glaube ich, ganz viel, wenn wir da nicht achtsam sind, können wir sehr viel, ja, auch Schaden anrichten oder Schmerz noch tiefer und tiefer ja, verankern sozusagen, und da achtsam zu sein in den Übergängen. Wie auch in der Schule mit Klaus Käppeli, ne, dass die Schule, auch der Eintritt in die Schule und generell die Schule, dass da alle Probleme, die da auftauchen, wieder zurückzuführen sind auf das Geburtserlebnis und die Schwangerschaft. Und das ist, dass wir da wirklich unseren Blick öffnen und dass dann auch dann, wenn Lehrer dieses Wissen hätten, ne, dass wir nicht versuchen zu sanktionieren oder zu ja, was anders zu machen, das Kind anders zu haben zu wollen, sondern zu schauen, okay, warum ist das Kind so und worauf will es eigentlich aufmerksam machen? Das ist so, so wertvoll. Und da wollen so, da, das Leben will sich eigentlich entfalten, das will gesehen werden und es will aufblühen. Und wenn dann da immer wieder, nee, das ist nicht gut, wie du das machst und warum machst du das so? Da auch mit dem, zum Beispiel, was mir auch klar geworden ist, mit den ganzen Ultraschalls, ne? Das ist ja doch laut für das ungeborene Kind. Und mich hat es so lange so genervt, also wie mein Sohn, wenn dieser Lilliputz, dieser Straßenreiniger oder so vorbeifährt, Panik, oder jetzt, der hört Sachen, wir haben das Fenster auf, irgendwo ist eine Säge, ganz weit hinten, ne? Und ich habe das, wie der dann manchmal schon so weggerannt ist, also wirklich so, wo ich das noch nicht mal wahrgenommen habe, oder er fragt, ja, was ist das da für ein Geräusch, oder immer noch, jetzt ist er 4. Und seitdem mir klar geworden ist, dass der halt mit dem Ultraschall dermaßen gestresst wurde die ganze Zeit, ne? Und dass es natürlich auch immer jedes Mal sein kann, dass der wieder getriggert wird, wenn er wieder so ein Brrrr, und da dann bei ihm zu bleiben und nicht ihm das Gefühl zu geben, boah, das nervt, du bist falsch mit deinem Empfinden, sondern jetzt dieses, genau das nachzuholen, oh ja, das ist ein lautes Geräusch und das ist unangenehm, ne? Ich bin bei dir. Mhm. Das wieder nachzuholen und wirklich alles, ja, so an Erlebnissen und Verhaltensauffälligkeiten, wo man dann so schnell das problematisiert oder pathologisiert sogar, da erstmal zu schauen, ja, was will sich denn eigentlich da entfalten? Also was will da gesehen werden und geheilt werden? Und das ist mir, ja, dieses Interview mit Klaus Käppeli ist auch wirklich sehr, 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 sehr wertvoll. Mhm. Auch sein Buch. Also er hat ja auch ein Buch geschrieben. Ich wünschte wirklich, dass, da ich ja auch so ein nicht gerne in der Schule war. Ich glaube, wir können es den Kindern, die wollen ja lernen. Das wurde auch, die wollen ja lernen. Und wir machen es aber so schlimm, dass sie irgendwann dann auch nicht mehr lernen wollen. Und das ist nicht, weil die Kinder falsch sind, sondern weil wir das einfach nicht verstanden haben. Also, wir haben es ja auch erlebt. Also mir ging auch so. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Ja, genau. Und da, warum machen, tun wir das unseren Kindern dann wieder an? Also warum denken wir, so muss es halt sein? Also das muss überhaupt nicht so sein. Und ja, da wünsche ich mir wirklich, dass immer mehr Eltern den Mut haben zu sagen, nee, das muss nicht so sein. Und ich nehme mir die Zeit und ich nehme diesen etwas ja, hubbeligen Weg auf mich, andere Wege zu finden, weil ich will, dass die Welt von morgen eine friedlichere ist. Und Kinder, die in ihrer Innenwelt intakt werden, sind der Frieden von morgen, also, oder auch der Frieden von heute. Und Kinder, die gestört werden in ihrer Entfaltung und in ihrem, ja, lebendig sein, das ist ein ewiger Kampf im Leben. Also gegen sich selbst oder gegen andere. Und das spiegelt sich einfach in der Gesellschaft wieder. Und ich finde aber auch, zum Beispiel mit meinem Mann, da haben wir oft die Diskussion, ob jetzt der klassische Weg, sage ich jetzt mal, ob das nicht einfacher wäre. Mhm. Und ich finde, nein, es ist nicht einfacher, weil seit ich die Verantwortung übernehme für meinen Teil und meinen Söhnen die Verantwortung gebe für ihren Teil, also sprich, du kannst das, also kannst du das auch machen, ist es viel harmonischer und nicht, es ist für mich jetzt weniger anstrengend. Hast du das, erlebst du das auch so, oder? Also meine Kinder, seitdem ich immer, es ist, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es nicht leicht, Mutter zu sein. Das ist nicht, also ich bin nicht jemand. Für mich auch nicht. Das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist nichts Leichtes. Ich werde sehr viel getriggert von meinen Kindern und es war auch lange nicht harmonisch, aber ich habe mich dem halt immer mehr zugewendet und durch den Kongress habe ich ja auch, ich habe ja viel und ehrlich auch über die Bindung zu meinen Kindern gesprochen und habe ich so viel mitbekommen und ich bin da
Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, am allerwichtigsten ist tatsächlich die Bindung erstmal zu mir selbst. Also wenn es mir nicht gut geht, das merke ich auch sofort, wenn ich überarbeitet bin, wenn ich leer bin, dann kann ich nicht mit meinen Kindern in Verbindung sein. Dann schwingt das nicht. Also es ist mir wirklich nochmal ganz klar geworden, okay, ich bin echt wichtig, weil ich habe da auch eine Zeit lang dann zu sehr versucht, nach außen zu geben und bloß das Kind nicht, weiß ich nicht was. Und das war auch nicht gesund. Da hat sich mein Kind auch, dann rebellieren sie ja auch, weil die wollen ja nicht, dass eine Mutter irgendwie sich verausgabt, sondern die wollen, dass die Mutter in ihre Kraft kommt. Und das zu verstehen, da bin ich aber auch immer noch dran. Ich würde jetzt noch nicht sagen, yes, ich bin, da ist Harmonie pur. Aber ich glaube daran, dass wenn die Mutter wieder an ihren Platz kommt, dann kommt auch jedes Kind an seinen Platz und auch der Ehemann. Also dann läuft es, wenn jeder sozusagen seinen Platz findet. Und unser System ist aber sehr, sehr verdreht und die Frau ist irgendwie ständig überarbeitet oder fertig oder muss halt einen tausendfachen Spagat machen zwischen den ganzen Rollen. Und dadurch, also die Kinder wollen eigentlich eine starke Mutter. Und deswegen gilt es wirklich darum, ja, wie können wir in unsere Kraft kommen? Und da bin ich ja immer wieder am Herumexperimentieren. Und ich merke aber, meine Kinder entspannen sich immer mehr. Also mein Sohn, der war wirklich hochgradig und ja, der war gar nicht in seiner Mitte die ersten 3,5 Jahre. Also immer gut, er braucht ganz, ganz viel Sicherheit und Rhythmus. Und immer wenn irgendwas Kleines, also wenn wir jetzt eine Reise gemacht haben, dann kann es sein, dass wir danach 2 Monate Ausnahmezustand haben. Also es war wirklich... Und jetzt merke ich, der singt und der kommt immer mehr in seinen Flow rein und der hat zum Beispiel auch gar nicht alleine gespielt und der war nur immer so und zurückgehalten und jetzt, der blüht richtig auf. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass diese Reise zu uns nach innen, wenn wir als Mütter wirklich nach innen reisen und zu schauen, ja, was brauche ich? Das ist auch was ganz Wichtiges, dass ich jetzt nicht sage, wenn ich jetzt hier so viel über ja, wir dürfen die Innenwelt von den Kindern nicht zerstören, geht es auch ganz klar darum, ja, und da darf man experimentieren, dass wir auch wirklich unsere Innenwelt stärken. Mhm. Und das ist auch mein Kurs, ne? Da geht es wirklich mit Cosmic Rebirth. Wir haben so gelernt, der Außenwelt so viel Wichtigkeit zu geben, dass wir die Innenwelt so vernachlässigen und da wieder zu sagen, ey, ich bin wichtig und meine Innenwelt kommt vor der Außenwelt. Und das ist sozusagen die kosmische Neugeburt. Mhm. Und da setzt sozusagen auch mein Kurs an und das ist... forschen und ich, das ist, glaube ich, das, wo wir hinwollen sozusagen, dass die Frauen auch wieder in ihren Platz kommen und der Platz ist eigentlich so an erster Stelle und das nährt aber das ganze System. Also das ist einfach, ja, und das merken auch die Kinder. Also die Kinder, ich glaube, umso mehr sie uns in Unruhe oder weiß ich nicht, die wollen uns immer auf etwas aufmerksam machen. Also eigentlich wollen sie uns in unsere Kraft bringen. Mhm. Ja. Ja, schön. Ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ja. du hast ja noch etwas geplant. Genau. Das Leben hat es mit mir geplant. Genau, ich hatte ja nach dem Kongress kam erstmal tolle Experten auf mich zu, wo ich so gemerkt habe, okay, ich mache noch ein paar Interviews und wollte eigentlich nur einen Relaunch machen, das heißt den alten Kongress nochmal zeigen mit ein paar neuen Interviews. Und dann so vor 10 Tagen habe ich mal so durchgezählt, ja, wie viele Interviews sind es denn jetzt? Dann habe ich gesehen, okay, es sind ja schon 14, 15 neue Interviews und dann sind jetzt noch 3 dazugekommen, das heißt, ich bin jetzt bei 18 neuen Interviews. Habe ich gemerkt, nee, also das ist ja schon ein ganz neuer Kongress. Und jetzt startet eben in 2-3 Wochen mein neuer Kongress. Und da geht es wirklich nochmal darum, es ist schon noch Geburtstrauma 2.0. Und ja, geht natürlich auch ohne den ersten Kongress gesehen zu haben, aber baut auch so von meinen Fragen natürlich ein bisschen darauf auf, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Menschen, da sind jetzt so tiefe Prozesse in Gang gekommen. Und deswegen dient dieser Kongress auch wirklich nochmal der Vertiefung und auch der Integration. Und es wird wahrscheinlich auch ein paar Live-Seminare dazu geben, dass das wirklich auch sozusagen, dass man das sozusagen auch wirklich, weil Kongresse sind ja manchmal so, da gibt es so viele Informationen, aber wir wissen nicht so genau, wie integrieren wir das jetzt. Und da wird es dann eben auch ein paar Live-Seminare dazu geben, dass es auch wirklich ja, ins Handeln kommt und nicht nur so, weil dieser Kongress hat wirklich viel, viel in
ja, in Bewegung gebracht. Mhm. Und das jetzt auch, dass wir diese Bewegung auch weiterführen lassen und sich weiter strömen lassen und nicht eben, dass das auch nochmal so einen Anstoß bekommt, dieser Heilungsweg, sage ich mal, oder dass die, weil ja, viele Menschen haben, glaube ich, auch genau das wieder gehabt. Sie haben tiefe Erkenntnisse bekommen und dann gehen sie in die Außenwelt und das geht wieder so runter. Und deswegen war es mir wichtig, jetzt nochmal einen Impuls, genau jetzt auch in dieser Zeit, wo es wirklich darum geht, auch eine neue Welt zu kreieren, nochmal wirklich einen Impuls zu geben, weiter geht's und nochmal zu stärken. Und klar, es gibt nochmal neue Themen, die dazukommen, die vertieft werden, die noch nicht angesprochen worden sind. Und es geht aber auch wirklich, ja, wie geht es konkret, unserer Wunde zu folgen und dort unsere Essenz auch zu leben? Weil das ist so in unserer Welt, normalen Welt, da hört man das eher selten. Ja, wende dich deinem Schmerz zu, um ihn zu erlösen oder dem auch, ja, auch darin deine Nische zu finden. Also mein Geburtstrauma-Kongress, das ist genau mein Thema und auch meine Verwundung. Und deswegen erreiche ich damit auch so viele Menschen, weil es was ganz Eigenes ist. Und da immer mehr Menschen sagen, hey, schaut, was will wirklich durch dich, welcher Schatten vielleicht auch will durch dich in die Erlösung gebracht werden, ins Licht transformiert werden. Und dass wir da, wo in unserer Gesellschaft so viele Schatten wirken und wir da so unbewusst sind und so, ja, auch mit den ganzen Machtstrukturen, dass wir da immer das auch wirklich lernen, anfangen zu sehen. Also was sind das für Strukturen und sie dann auch zu ändern. Ja, und das ist sozusagen meine Hoffnung oder mein Anliegen für diesen Kongress, dass jetzt doch nochmal ein ganzer Kongress entstanden ist. Und ich bin da selber noch ein bisschen überrascht und auch ein bisschen, wow, nochmal ein ganzer Kongress. Ein Relaunch ist was viel Einfacheres. Aber jetzt habe ich ja vor einer Woche entschlossen, okay, es wird ein ganzer Kongress, der für sich auch steht. Und natürlich in Verbindung mit dem ersten Kongress. Wahrscheinlich wird es da eine Verbindung geben, doch, das weiß ich noch nicht. Aber ja. Ja, das wäre schön, weil der erste ist sicher auch sehr, sehr wertvoll. Ja, 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 total. Also da wird auf jeden Fall auch, irgendwie werde ich ihn noch mit einweben. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Wo kann ich mich anmelden? Also auf www.transformationinslicht.de. Alle, die schon angemeldet sind, sind drin. Also alle vom ersten Kongress muss man sich sozusagen nicht neu anmelden und alle anderen können sich wieder auf der Webseite, du kannst sie ja verlinken vielleicht darunter, dass ich da die Menschen anmelden kann. Genau, ich freue mich. Super, mega schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Wundervolle Arbeit, sehr, sehr wertvoll. Und ja, ich wünsche dir. Ja, danke auch dir für deine Arbeit. Genauso wertvoll, ja. Alles, alles Gute und toi, toi, toi mit dem Kongress. Danke.